Danke, dass du Zeit hast. Ich freue Ja, mich genau. drauf und ich übergebe dir das Wort. Und ja, ich bin schon super gespannt. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Barbara Hahn und ich bin vom Grundberuf eine Kinderkrankenpflegerin, jetzt aber schon seit mittlerweile 10 Jahren am St. Anna Kinderspital in Wien, Pflegedirektorin und Geschäftsführerin. Und in der Covid-Zeit, also wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, na ja, so aus dem Management, aha, wieso halten die jetzt einen Vortrag zu Hygienemaßnahmen? Dann kann ich Sie beruhigen und Ihnen auch bestätigen, also einerseits, dass die Hygiene mich über viele Jahre, mittlerweile Jahrzehnte, einfach schon immer begleitet hat. Also ich habe viele zig Hygiene-Ausbildungen also absolviert und gebracht und gemacht, aber auch in meiner Verantwortung als Direktorin und Geschäftsführerin, wenn ich mich nicht in den Grundlagen dieses Faches auskenne, dann würde ich nicht ein Krankenhaus leiten und führen können. Und als kleine Nebenbemerkung, der Vater meiner Kinder ist Hygienefachkraft aus Niederösterreich und damit auch ist da auch das Herz in der Hygiene hängen geblieben. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen einen Überblick geben, was ich Ihnen heute erzähle. Das wird einerseits sein, ein bisschen was über das Virus selber, ein bisschen was über Hygienemaßnahmen und Bestimmungen, vor allem eben für Jugendarbeiterinnen, aber auch Hygienemaßnahmen für Ihr Reinigungspersonal oder für Personal, wenn Sie größere Veranstaltungen haben, wo Sie mit Jugendlichen, aber auch mit Security vielleicht zusammenarbeiten müssen. Also was ist da notwendig? Und ich würde mir dann zum Schluss mit Ihnen einfach auch noch so ein bisschen was Theoretischeres anschauen. Was ist zu Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln zu sagen und wo muss man da einfach aufpassen? Für alle, die jetzt neu noch dazugekommen sind, das Ganze muss wirklich kein Monolog sein. Wenn etwas unklar ist, wenn etwas aus Ihren Augen auch falsch ist, bitte dann machen Sie im Chat darauf aufmerksam und so dass wir das auch wirklich gleich besprechen können. Das möchte ich auf keinen Fall, dass da Themen. Manchmal verspricht man sich als Vortragende und kriegt gar nicht mit, dass man jetzt das Gegenteil eigentlich gesagt hat von dem, was man mehr meint. Und darum bitte einfach gleich aufmerksam machen. Also ich fange gern mit der Aussage an, dass ich weiß oder dass wir wissen, vor allem in der Wissenschaft wissen, Coronaviren sind nicht neu. Wir haben im St. Anna Kinderspital, das ja bekanntlich dafür bekannt ist, dass wir an Krebs erkrankte Kinder haben. Immer wieder über die Winterzeit, ich würde sagen so zwischen 5 und 7 Kinder, die an einer Coronavirus-Erkrankung, an einer Corona-Lungenentzündung oder einer Infektion der oberen Atemwege leiden. Aber das sind eben nicht diese Coronaviren, die jetzt zum Jahreswechsel primär mal in China und in Wuhan entdeckt wurden. Und vor allem dann auch nicht Coronaviren, die so krankmachend waren. Die Inkubationszeit ist ziemlich tricky. Also dieses Virus, alle, die es ein bisschen beobachtet haben, die wissen, das hat sich ziemlich verändert schon in den letzten Wochen und Monaten. Also wir wissen von bestimmten Inkubationszeiten, wo 1 oder 2 Tage, aber auch bis zu 14. So, Entschuldigung, das war jetzt bei mir ein Telefonat. Von 1 bis 2 Tagen Inkubationszeit, aber auch bis zu 14 Tage, wie man es bei vielen anderen Viruserkrankungen auch kennt. Wenn Sie sich erinnern, es hat im Juni, glaube ich, war es, also im Sommer, einen Cluster in Salzburg gegeben. Und bei diesem Cluster sind nachweislich Personen dabei gewesen, die
sich, die sowohl am zweiten Tag nach dem Kontakt als auch erst andere Personen am 14. Tag nach dem Kontakt erkrankt sind. Und deswegen ist es ganz schön schwierig, das auch einzugrenzen. Also man ist da sehr rasch in der Phase der, naja, ich glaube, es ist eh noch nichts. Also ich würde mir das nicht mehr zutrauen. Ich würde mich nicht mehr trauen zu sagen, nach dem, was ich jetzt die letzten Wochen und Monate verfolgt habe, naja, nach 2 Tagen ist noch nicht so viel passiert. Das wird kein Covid sein. Durchschnittlich ist die Inkubationszeit 5 bis 9 Tage und man kann jedenfalls festhalten, wenn jemand einen Kontakt hatte, dann selber daran erkrankt und zum Beispiel am 5. Tag die Husten, Schnupfen, Fieber, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen bekommt, dann ist er am 4. Tag nach dem Kontakt ist er am infektiösesten gewesen. Das heißt, das ist der heikelste Tag, wo man sich gut überlegen sollte, wenn man positiv ist, mit wem hat man da Kontakt gehabt. Also immer am Tag, bevor die Symptome ausbrechen, hat man die größte Viruslast, nennen wir das, wo man die Viren am meisten versprüht. Wenn ich Ihnen jetzt ein wenig über gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben erzählen möchte, dann möchte ich Sie in dem Zusammenhang wirklich immer dringend hinweisen, nehmen Sie nicht, ich nehme an, Sie kriegen diese Audio-Videodatei zur Verfügung gestellt, Sie kriegen auch meine Unterlagen zur Verfügung gestellt, nehmen Sie das bitte nicht als immer gegeben hin. Schauen Sie sich wirklich, wenn Sie sich auf eine Veranstaltung vorbereiten oder wenn Sie sich updaten wollen, gehen Sie auf die aktuellen Websites vom Sozialministerium, vom Gesundheitsministerium, von der AGES, und so weiter, weil sich einfach so viel ändert. Ich habe komplett den Überblick verloren, wo ich noch hinfahren darf oder wer von wo zurückkommen darf, mit und ohne Abstrich und sonst irgendwas. Wenn wir solche Fälle haben, wir schauen immer nach. Also da gibt es keinen, da gibt es wirklich einen ganz, einen klaren Auftrag. Bitte halten Sie sich die Quellen aktuell. Wenn wir jetzt noch einmal aufs Virus zurückkommen, das Virus hat eine ganz eine hohe Infektiosität über die Atemwege. Das, was ich jetzt hier mache, etwas angestrengt, nicht ganz aufgeregt, aber auch nicht unaufgeregt, doch sehr laut. Ich versuche gut zu artikulieren. Es ist aber niemand natürlich bei mir im Büro herinnen. Das ist eine der gefährlichsten, ich habe keine Maske auf, das ist eine der gefährlichsten Situationen, wenn ich positiv wäre, wie ich jetzt meine Tröpfchen versprühen würde. Die Tröpfchen sind immer, gibt immer 2 Formen von Tröpfchen. Es gibt immer größere Tröpfchen und es gibt immer ganz kleine Aerosole. Die größeren Tröpfchen sind genau die wir mit der Maske, wenn wir die Maske über den Mund und Nase haben, dann können wir diese großen Tröpfchen abhalten. Die Aerosole, genau, die Maske wird uns gerade gezeigt, perfekt. die feinen, kleinen Aerosole, die schwirren durch die Luft. Und deswegen ist es notwendig, nicht nur Maßnahmen wie die Maske, sondern zum Beispiel auch den Abstand, aber auch, das ist eines meiner Lieblingsthemen mittlerweile geworden, die Raumhygiene, die Raumlüftungshygiene. Also wirklich zu sorgen für Frischluftzufuhr, für regelmäßigen Frischluftzufuhr, weil selbst wenn wir Masken haben und keine regelmäßige Frischluftzufuhr, ist nach kürzester Zeit ist die Luft Aerosol überschwängert und ich habe keine Chance mehr, trotz Maske weiterhin geschützt zu sein. Ich werde auf die Maske und auf die Aerosole noch einmal ein bisschen später zurückkommen. Wenn man sich jetzt auch überlegt, weil das wird auch ein Thema bei euch in den Bereichen sein, wenn ich davon ausgehe, dass ich gerade gesagt habe, die Aerosole, die großen Tröpfchen, die
die fallen zu Boden oder fallen auf die Oberfläche, dann ist auch das ein Thema, dass man sich wirklich gut überlegt, wo muss man wann welche Oberflächen und welche Bereiche einfach regelmäßig putzen. Es macht sehr wohl Sinn, zum Beispiel Arbeitsplätze oder so, bevor jemand neu beginnt, an diesem Arbeitsplatz zu arbeiten, zu reinigen und zu desinfizieren. Es macht aber auch Sinn, wenn zwischendurch gewechselt wird, auf jeden Fall wieder und neu zu desinfizieren. Also merken können wir uns, der Aufenthalt in kleinen, schlecht gelüfteten, geheizten Räumen birgt eine der größten Gefahren, nämlich der Übertragung, weil eben keine frische Luft mehr zugeführt wird. Möglicherweise ist, ich habe einmal eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gehabt, die haben auch nach dem Singen gefragt. Und auch das Singen ist etwas, ich habe früher auch im Kirchenchor, also Mädchenchor gesungen, und ich weiß, wie grantig wir gewesen sind, wenn es geheißen hat, so, und heute fangen wir mal draußen mit Stimmübungen an oder so, weil wir wollten eigentlich alle hinein. Aber ich glaube, dass das schon Themen sind, wo wir unsere, also ich sage jetzt nicht, wir sollen aufhören zu singen, weil das was Verbindendes ist, weil das was Schönes ist, weil das was Gemeinsames sein kann. Aber machen Sie sich einfach Gedanken, wie können wir singen? Ja, also jede Situation, jedes Meeting, jedes Treffen, jede Veranstaltung, sich einfach so durchzuplanen, welche Optionen gibt es und wo kann man vielleicht einmal zwischendurch auch dann hinausgehen, oder man geht ein bisschen später in den Raum hinein und ist nicht so lange gemeinsam in einem Raum. Die Krankheitsverläufe von Covid, glaube ich, sind uns allen hinlänglich bekannt. Sie wissen ganz genau, wenn Sie jemanden in Ihren Gruppen, in Ihren Bereichen haben, der sich unwohl fühlt, der so ein bisschen unspezifisch noch, sagen wir, sich nicht wohl fühlt, dann kann ich Sie nur motivieren, den oder diejenige einfach nach Hause zu schicken, aus der Gruppe zu separieren und zu schauen, dass der oder diejenige einfach, bis klar ist, wird das jetzt ein Bauchinfekt oder wird's eher was im Hals oder so. Also sprechen diese Menschen dann einfach an, nicht einfach zuwarten, sondern wenn sich jemand unwohl fühlt, dann sollte er eigentlich die Veranstaltung oder wie auch immer wieder verlassen. Der Husten ist was ganz Typisches, also fast 50% der Menschen oder der Covid-Erkrankten husten in unterschiedlichen Ausprägungen. Das können so ganz kleine, so staccato-artig, wo gar nicht man das Gefühl hat, der hustet aus der ganzen Lunge heraus. Es kann aber auch wirklich ein schwerer Atemnotanfall sein. Also das sind fast 50% der Menschen. Sehr häufig und immer häufiger ist es so, dass auch der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn als eines der ersten Symptome angegeben wird. Wir sehen das immer wieder also ich habe relativ viele junge Kolleginnen auch unter 30, beziehungsweise wir haben natürlich auch viele jugendliche Kinder im Haus. Und wenn da Symptome angegeben wurden, dann war das oft der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Da hat man sonst noch nichts, da hat man keine verstopfte Nase, man hat keinen Kopfweh, kein Halsweh, sondern man riecht einfach nicht mehr. Und das, manche sagen, mir ist das sofort aufgefallen, und manche nehmen das aber gar nicht so wahr. Also ich möchte ein bisschen sensibilisieren darauf, auch auf diese Symptome, wo man glaubt, na, wenn ich nichts mehr rieche, das muss man ja sofort auffallen. Nein, das fällt nicht auf. Was wir auch nicht genau wissen, und das ist jetzt die weniger gute Nachricht, ist, wie lange ein Covid-Erkrankter tatsächlich auch eine Abwehr gegen dieses Virus hat. Da gibt es unterschiedliche Studien. Es gibt noch keine großen weltweiten Studien dazu. Die Covid-Erkrankten kriegen alle Empfehlungen von ihren Ärzten, aber einfach zu sagen oder zu glauben, na, der hat eh schon einmal jetzt Covid gehabt, du kannst das nicht mehr kriegen, das stimmt leider nicht. Also das wissen wir auch derzeit aus der Wissenschaft. Die Diskussion gibt es auch immer wieder, wer ist ein bestätigter Fall.
Das sind, also es gibt Patienten oder es gibt Menschen, vor allem nicht Patienten, sondern Menschen, die im Rahmen eines Screenings gesucht werden, wo man, so wie jetzt zum Beispiel im Bundeskanzleramt, gibt einen positiven Fall, es gibt Kontaktpersonen, die nachgewiesen sind und trotzdem gibt es eine Reihenuntersuchung von einer größeren Gruppe. Und in dieser größeren Gruppe ist ein Mitarbeiter jetzt offensichtlich positiv gewesen, soweit ich das gelesen habe, der ist trotzdem Covid-positiv und an Covid erkrankt, auch wenn er keine Symptome hat. Also diese Diskussionen des Sommers, wer ist jetzt krank, wirklich jemand, der Symptome hat? Nein, also wenn wir den Virus nachweisen, dann zählt der in der Krankenstatistik. Die gefährdeten Personengruppen sind immer noch jedenfalls die Erwachsenen, die alten Menschen, weil der alte Mensch immer eine, wir nennen das Komorbidität hat. Das heißt, er hat viele andere Erkrankungen dazu, wo so eine Viruserkrankung einfach viel, viel schlechter auszuhalten und wieder gesund zu kriegen ist. Natürlich gibt es schwere Fälle auch bei Jugendlichen, auch bei jungen Erwachsenen. Aber da, wo es wirklich die große Anzahl an Todesfälle gibt, ist die Anzahl der wirklich sehr alten Menschen. Eine Frage, ab wann ja. Ist es nicht alt dann? Also wann ungefähr? Also ich habe keine Ahnung. Naja, also ab dem 70. Lebensjahr kann man davon ausgehen, dass es im Körper schon so viele Erkrankungen gibt oder Veränderungen gibt, dass ein Virus, das sich da draufsetzt, viel mehr Auswirkungen hat als zum Beispiel bei einer 48-Jährigen. Also ungefähr in diesem Alter. Wenn man als junger Mensch eine Vorerkrankung hat, weil man 25 ist und einen Herzklappenfehler hat, dann hat das eine ähnliche Auswirkung, wie wenn man 70 ist und man hat aber die Möglichkeit, genauso sorgsam einfach darauf vorbereitet zu sein, dass mir eben nichts passiert. Gut. Ja, wir haben im St. Anna ein wenig mit dem Wort Binsenweisheiten gespielt, sind dann draufgekommen, dass unsere jungen Kolleginnen das Wort Binsenweisheit gar nicht mehr gekannt haben. Das hat mich erst recht motiviert, es dabei zu belassen und es Binsenweisheiten zu nennen. Und wir gehen einfach davon aus, dass es notwendig ist, dass wir immer wieder im Gespräch bei vermutetem Kontakt unter 1,5 bis 2 Metern, wenn Menschengruppen zusammenkommen, dass es immer notwendig ist, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir haben es als Institution insofern ein bisschen leichter, weil wir es zum Beispiel auch, wo es die Bundesregierung aus den Verpflichtungen herausgenommen hat. Wir haben es einfach in der Hausordnung drinnen gelassen und bei uns haben immer jetzt seit 13. März alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Ein neues Thema für mich dazu ist, und das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen auch, ist diesen Mund-Nasen-Schutz auch regelmäßig zu wechseln. Es hat keinen Sinn, eine Einwegmaske. Einweg heißt, ich verwende sie einmal. Das muss jetzt nicht eine Stunde wirklich nur sein, aber das sollte kontrolliert sein, dass ich sage, ich verwende meinen Mund-Nasen-Schutz, auch den Stoff-Mund-Nasen-Schutz, wirklich nur für einen Tag. Und den eben, ich zum Beispiel, also ich gehe jetzt die nächsten 5 Stunden, bin ich durchgehend in Terminen, wo ich durchgehend Mund-Nasen-Schutz trage, wo ich definitiv zwischendurch mir einen neuen Mund-Nasen-Schutz nehmen muss. Erstens rede ich. Sobald ich rede, habe ich, so wie ich es zuerst schon gesagt habe, diese Tröpfchen an der Innenseite. Und sobald der Mund-Nasen-Schutz ein bisschen durchfeuchtet ist, ist die Wirkung weg. Also diesen Mund-Nasen-Schutz bitte wirklich regelmäßig wechseln. Das gilt auch für die Stoffmasken, die wir im Spital zum Beispiel überhaupt nicht zulassen können, weil sie nicht zertifiziert sind.
aber auch die bitte wirklich nur sehr selektiert von der Zeit her zu verwenden. Auch ganz ein wichtiges Thema, auch nicht mehr unbekannt, ist der Abstand zu anderen Einheiten mit 1 bis 2 Metern. Das kann ein wenig unterschritten werden, diese 2 Meter, wenn beide einen Mund-Nasen-Schutz tragen, aber das sollte nicht auf Dauer unterschritten werden. Also wenn Sie in einer Situation sind, vielleicht in einer pädagogischen Situation, wo Sie mit einem Jugendlichen arbeiten oder mit einem Kind lernen, dann versuchen Sie auch da zu überlegen, wie kann ich mir die Raumgestaltung, die Sitzgestaltung so stellen, dass ich den Jugendlichen gut sehe, dass der aber auch meine Äußerungen sieht, dass der gut mit mir arbeiten kann. Aber vielleicht stellen Sie einfach die Sessel einfach einmal weiter auseinander und man versucht es auf diese Art. Hände mit Seife waschen und oder desinfizieren. Da gibt es wenig Studien dafür. Also die Studienlage ist so, dass es das eine schlägt, das andere eben nicht. Wenn Sie die Hände waschen, ist das sehr gut. Ordentliche Händehygiene. Dieses Virus hat eine ganz schwache Oberfläche. Das heißt, wenn Sie es mit Hände Seife und dann ordentlich abspülen, können Sie sicher sein, dass es von Ihren Händen weg ist. Bitte nicht den Daumenfalz, die Fingerfalten vergessen. Und wenn Sie näheren oder mehr Kontakt gehabt haben, bitte auch die Unterarme vor allem mit desinfizieren. Für uns im Haus ist auch ganz wichtig eine Aussage, bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank sind. Das fällt vielen Mitarbeitenden natürlich nicht schwer, weil es ihnen eh nicht gut geht. Sie alle haben vielleicht den einen oder die eine Mitarbeiterin, die immer krank auch zur Arbeit gekommen ist. Wir haben sehr klare Regeln dafür jetzt aufgestellt und es wird bei uns einfach ganz konkret von der Vorgesetzten angesprochen. Du hast Schnupfen, du hast eine heiserige Stimme, du wirkst krank, bitte geh wieder nach Hause. Da muss man sich selber, das Team und vor allem die eine Person, die dann möglicherweise mehrere Leute anstreut, vor sich selber schützen. Genau. Und ein Thema, dem möchte ich ein bisschen mehr Zeit widmen, ist das Thema der Lufthygiene und der Lüftungshygiene. Ich habe das zuerst eh schon kurz angesprochen. Es macht wirklich Sinn, schauen Sie sich Ihre Besprechungsräume, Ihre Arbeitsräume, Ihre Aufenthaltsräume und so weiter an. Wann kann wo sinnvollerweise gelüftet werden? Es macht keinen Sinn. Ich habe ein relativ kleines Büro. Wenn ich hier mit 3 oder 4 Mitarbeiterinnen eine Stunde lang mich bespreche, und wir zwar Masken haben, jeder in einer Ecke sitzt, aber die Luft ist komplett verbraucht in dieser Stunde. Ich lüfte hier in meinem Büro circa alle 20 Minuten und versuche aber auch, das muss ich auch sagen, ich habe viele Meetings mittlerweile, wo ich zu Mitarbeiterinnen sage, treffen wir uns unten im Hof. Zieh da was an und komm runter, treffen wir uns im Hof. Die sind dann so, aber Sie rauchen doch nicht. Nein, ich rauche nicht, aber treffen wir uns halt da unten im Hof zum Reden. Das geht natürlich nicht bei allen Gesprächen und auch nicht, wenn es eine größere Gruppe ist. Aber da möchte ich einfach an die Kreativität, einfach ein bisschen an die Kreativität appellieren. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Stationsleitung, die hat kurzerhand in Wien gibt es verschiedene Stadtwanderwege und es gibt einen Stadtwanderweg, der hat wirklich keine Höhenmeter, der ist wirklich nur gerade und die macht ihre Teambesprechung über 3 Stunden an einem Samstagvormittag mit den Teammitgliedern und macht so, geht so ein bisschen mit denen spazieren, ohne sich zu 20. in einem Raum zusammenzusetzen. Weil wenn da ein Superspreader dabei ist, dann ist das ganze Team ausgefallen, definitiv. Ja. Gut. Ja, ich glaube, dass vermeiden Sie Körperkontakt ist und vor allem das Händeschütteln, ich glaube, das ist mittlerweile überhaupt kein Thema, also mehr zumindest in meiner Umgebung. Ich bin wieder dazu übergegangen, phasenweise einfach zu sagen, ich schenke Ihnen ein Lächeln, aber bitte um Verständnis. Händeschütteln tun wir erst im nächsten Sommer wieder.
Das ist öfters bei älteren Leuten, wissen wir es aus der Pflege, von Kolleginnen oder so, wo das nicht so gut ankommt, aber man darf auch diese älteren Leute dann ein bisschen erziehen. Genau. Genau, und wenn wir das jetzt alles eingehalten haben, dann kommt ein Punkt noch dazu. Ich sehe jetzt ja nicht so viele im Chat, also ich sehe ja nur ein paar wenige, aber und sie haben alle keine Maske auf. Aber wenn ich sie sehe, dann könnte man mitzählen, wie oft man selber seine Hände im Gesicht hat. Und jedes Mal, wenn sie ihre Hände im Gesicht haben oder wenn sie eine Maske aufhaben und mit der Maske herumzupfen, weil die eben nicht so gut hält oder so, dann ist das eine potenzielle Gefahr, sich wieder zu kontaminieren. Nämlich einerseits, wenn ich selber schon positiv bin und es nicht weiß, dass ich meine Tröpfchen auch auf die Finger kriege, und wenn aber von außen meine Maske etwas abgehalten hat, dann würde ich es mir auch auf meine Finger geben. Ich kann Ihnen auch empfehlen, vor allem für stärkere, oft gar nicht stärkere, sondern vor allem große Männer, die brauchen manchmal auch so eine Verlängerung, oder Jugendliche eben, die brauchen so eine Verlängerung, damit sie diese Masken auch wirklich tolerieren und auch wirklich sinnvoll verwenden wollen. Schauen Sie sich da um, da bietet, also divers, es gibt mittlerweile wirklich diverse Anbieter. Ich kann Ihnen auch gerne einen Kontakt, ich werde Ihnen vielleicht einfach auch einen Kontakt mitschicken. Ich habe auch, kurzen Moment, Entschuldigung, ich habe auch noch etwas für mich gefunden, was ich Ihnen gerne auch zeigen möchte und weitergeben möchte. Das ist ein bisschen ein Abstandhalter. Wenn ich längere Zeit in einem Meeting bin, dann habe ich so, Entschuldigung, dann ist das so ein Silikon, ist ganz weich, drückt nicht, tut nicht weh und macht es ein bisschen leichter, diese Maskenakzeptanz und vor allem, dass man sich auch nicht ständig ins Gesicht greift. Also das ist vielleicht auch etwas, was man so ein bisschen weitergeben kann. Ich habe zuerst gesprochen über die Mund-Nasen-Schutz und was dieser bewirkt in Bezug auf die Tröpfchen und auf die Aerosole. Ich möchte ein Wort auch noch verlieren, oder ich erlaube mir auch ein Wort zu verlieren, zu den Face Shields, also zu den Gesichtsschildern. Wenn Sie sich jetzt überlegen, dass wir wissen, es fallen die großen Tröpfchen sofort hinunter oder werden durch die Maske gehalten und die anderen umfliegen uns aber, dann darf sich jeder einfach ein Bild machen, wie gut oder wie hilfreich auch tatsächlich zur Aerosolabwehr so ein Gesichtsschild ist. Ich möchte das nicht unausgesprochen lassen, dass das jedenfalls etwas ist für Menschen, die tatsächlich Panikattacken aufgrund des Mund-Nasen-Schutzes haben. Das ist immer noch besser, als gar nichts zu tragen. Ich kann das gut verstehen, dass Menschen mit Asthma, mit schweren Lungenerkrankungen, mit Menschen, die diese Sauerstoffbrillen schon tragen müssen, dass die das nicht aushalten, auch noch eine Mund-Nasen-Maske drüber. Aber wenn es für uns Jüngere einfach möglich ist, dann möchte ich in dem Fall schon wirklich für den Mund-Nasen-Schutz plädieren und mich gegen das Gesichtsschild vorsichtig aussprechen. Genau. Ich würde jetzt gerne noch, ich war jetzt viel schneller, als ich dachte, aber dann haben wir mehr Zeit für Fragen. Kann ich eine Frage stellen zum Beispiel? Bitte, also, gerne. Oder gibt es vielleicht Fragen bei euch im Chat-Guide? Schreibt es rein in den Chat, wenn sie irgendwelche Fragen zu diesen Themen hat, die jetzt gerade die Barbara gesagt hat. Aber ich zum Beispiel, meine Frage, was ich zum Beispiel jetzt mache, ist, ich nehme eine Stoffmaske, ja, und gehe mit der und danach knuddel sie zusammen und stecke sie einfach in meine Hosentasche. Ja? Mhm. Ist das eigentlich
sinnvoll oder ist das eigentlich ein Blödsinn? Sollte ich das, Nein, das anders machen? Ja? Und dann das ist nichts. Nehme ich es wieder und dann stecke ich es mir wieder auf. Ja? Genau. Also ich habe jetzt da, ich habe euer Plakat genommen, weil das gerade da liegt. Und mit dem kann ich euch zeigen, wie ich sinnvoll zumindest versucht habe, meinen Kindern zu lernen, wie sie den Mund-Nasen-Schutz also wegräumen sollen, wenn sie aus der U-Bahn aussteigen. Also im Grunde reicht wirklich ein Stück Papier, das man zweimal faltet und man kann mit dem Bundle dann das zu, und so kann man es einstecken. Man kann das auch teuer im Internet, man kann es auch teuer im Internet kaufen, aber es reicht wirklich ein Stück frisches Papier. Genau. Sehr super. Danke für Schicke ich auch mit. Schicke ich auch super. Mit. Ja. Genau. Gibt es Fragen? Gibt es bei euch sonst Fragen, die ihr jetzt noch ganz kurz stellen wollt, weil die jetzt gerade auf eurer Zunge brennen und ihr denkt euch, das muss ich jetzt fragen. Ja? Super Tipp. Ja, gerne. Vielleicht kommen später noch Fragen, aber ich glaube, genau. Da war nichts. Ein bisschen was habe ich noch, und zwar über Reinigung und Desinfektion. Da habe ich keinen Einblick jetzt, wie das in den Institutionen bei euch geregelt ist. Aber ich gehe davon aus, dass es Vertragspartner, ob das jetzt jemand privater ist oder ob das Firmen sind, die zur Reinigung kommen, macht euch damit einfach bekannt, was die zur Desinfektion und zur Reinigung verwenden, welche Intervalle die auch haben. Also dass zum Beispiel, wenn ich sage jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag sind Jugendgruppen bei euch in den Institutionen und in der Zeit kommt keine Reinigungsfrau, weil die immer am Mittwoch kommt. Also solche Dinge einfach kritisch hinterfragen, ob man da nicht vielleicht ein bisschen, meistens ist es vom Budget her schwierig, mehr zu bekommen, aber vielleicht kann man es ein bisschen splitten, dass man sagt, man macht zwischendurch trotzdem eine Sichtreinigung, wo die Reinigungsfirma dann durchgeht, alle Türschnallen, alle freien Flächen, alle Sessellehnen, also wenn ihr Sessel mit Sessellehnen habt, und da einfach so eine Wischdesinfektion oder eine Reinigung drüber macht. Es ist nicht immer die Desinfektion notwendig, aber es ist bei vielen Dingen schon ganz viel geholfen, wenn wirklich eine gescheite mechanische Wischreinigung passiert ist. Wenn ihr Veranstaltungen oder so macht, auch wenn es nur 20 Personen oder so sind, überlegt es bitte auch, wenn es heißt, es beginnt um 20 Uhr und dann greifen 20 Mal auf jeden Fall alle Personen, die eingeladen sind, greifen hin und machen die Türschnalle auf. Ob es da nicht gescheiter ist, für die 10 Minuten oder den Viertelstunde Einlass, entweder einen Türsteher hinzustellen, also jemanden hinzustellen, der die Tür nämlich einfach offen hält mit seinem Körpergewicht. Es zieht nämlich dann auch meistens gleich zusätzlich, das hat noch einen lufthygienischen Vorteil. Oder dass man für die Zeit kurz einen Keil einklemmen darf. Ist brandschutztechnisch manchmal nicht möglich, aber das sind so kleine Überlegungen, wo ihr euch überlegen sollt, wie kann ich verhindern, dass eine Türschnalle von allen jetzt angegriffen wird. Ja, also ich arbeite bei größeren Covid-Präventionskonzepten auch mit und da ist das eines der zentralen Themen. Welche Türen können offen bleiben, wie lange dürfen sie offen bleiben, wie dürfen sie offen bleiben, und dann macht man es zu und dann gibt es einen, der mit Handschuhen zum Beispiel, können sich große Veranstalter halt leisten, die Tür öffnet. Barbara, es sind zwei Fragen, siehst du sie vielleicht im Chat, aber ich kann es dir auch gerne vorlesen, die Nicole und der Christian schreiben. Welchen Standard muss ein Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel denn haben, dass sie gegen den helfen? Und der Christian fragt eigentlich das Gleiche, aber er fragt dann Händedesinfektionsmittel, was ist wirklich gegen Covid-19 effektiv? Sterilium und was weiß ich, also
Gibt es da Erfahrungswerte oder was? Ja, da gibt es Erfahrungswerte. Das wäre auch noch eine, danke für die Frage, das hätte ich nämlich jetzt vergessen. Das ist auch eine ganz eine wichtige Botschaft von mir. Ich habe euch in dieser Linksammlung, die ihr jetzt im Anschluss dann auch bekommt, ist die Österreichische Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie mit dabei. Und dort gibt es eine Liste, wo Desinfektionsmittel gelistet sein müssen, damit sie bestimmte Kriterien erfüllen. Also, dass sie zugelassen sind in einem Krankenhaus, dass sie zugelassen sind in einer Arztpraxis. Je weniger streng, also wenn ich vielleicht eine Heilpraktikerin bin, dann muss ich nicht so hohe Ansprüche erfüllen und dann kann ich auch andere Hände Desinfektionsmittel verwenden. Ich im Krankenhaus darf nur Desinfektionsmittel von der Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie verwenden. Also wirklich auf der Liste einfach nachschauen, dass das Desinfektionsmittel muss viruzid sein. Und auch noch ein, ich habe vor, ich, es war in, also in Wien und Niederösterreich ist ja schon Schulbeginn also seit der zweiten Septemberwoche. Und ich habe dann von einer Volksschuldirektorin den Anruf gekriegt, ja, also die Kinder, denen ist so schlecht, wenn sie sich die Hände desinfizieren und wir müssen das Desinfektionsmittel ändern und wechseln und was sie tun kann und so weiter. Und ich habe gesagt, na, was haben sie? Und dann bin ich draufgekommen, sie hat von einem Vater, der selber sonst ein bekannter Schnapsbrauer ist, der jetzt in der Corona-Zeit ein Desinfektionsmittel nach WHO-Kriterien selber brennen durfte und selber zur Verfügung stellen durfte, das hat er der Volksschule gespendet, nur das hat gerochen wie ein Obstler. Und das war natürlich furchtbar für die Kinder, sich mit diesem Händedesinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. Ich weiß, über Geruch kann man ewig diskutieren, aber ein Desinfektionsmittel, das nach Obstler riecht in einer Volksschule, mit dem brauche ich nicht anfangen. Ja, also ganz eindeutig. Also das ist so ein kleiner Praxistipp auch noch am Rande. Bitte. Zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe jetzt für unser Büro auch, ich war bei so einem Discounter und habe mir dann Barbara, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Jetzt bist du ja, ich habe einen Anruf gekriegt, ich habe schon weggedrückt. Entschuldigung. Ich habe ein Handgel gekauft. Ich habe gedacht, das ist ein Handdesinfektionsmittel. Ja. Ist aber, riecht super nach Apfel. Ja. Und ist im Endeffekt eigentlich, glaube ich, nur ein Handwaschmittel, mehr ist nicht. Genau. Also genau, eigentlich genau. Habe ich sonst gekauft. Ja, oder? Ja, aber immer noch besser als nichts. Ich verwende es auch, wenn ich einkaufen gehe. Ich bin in Wien wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich habe keine Angst, aber ich bin sehr vorsichtig, wenn ich einkaufen gehe. Entweder gehe ich nur mit meinem Sackel und wenn ich ein Wagerl brauche, dann versuche ich es eh vorher zu desinfizieren. Und wenn das nicht geht, dann habe ich auch so ein Gel, sodass ich zumindest dieses Reiben, und es ist ja ein wenig Chemie drinnen, dieses Reiben ist besser als gar nichts. Okay. Ja. Genau. Danke. Gut. Ja, was gibt es noch für Fragen? Was kann ich noch beantworten? Jede Frage sonst auch. Jetzt kommt dann die Zeit, wo man mit Jugendlichen, wenn man in einem Jugendzentrum zum Beispiel arbeitet, dann fahre ich gern mit denen in die Therme zum Beispiel. Ja? Was würdest du dazu sagen? Ist Therme jetzt gerade nicht so ein super Thema oder sollte man Therme fahren? Also es ist so groß, eine für mich große Frage, gell? Therme. Jetzt kommt die Thermenzeit. Jetzt kommt die Thermenzeit. Was gäbe es an Bewegungsalternativen? Natürlich gibt es Alternativen, aber soll man eher Thermen eher lassen? Meine Jugendlichen, bei uns zu Hause ist es das Thema auch und mein Sohn hat jetzt aber entschieden, er wird nicht fahren. Die waren im Sommer, wie sie draußen liegen haben können. Aber es geht um diese
Belüftung und diese Durchlüftung, das ist einfach ganz schwer. Ja? Also solange man diese Luftkonzepte, wenn ich in meinem Büro sage, so und jetzt sind wir zu dritt da schon 20 Minuten erinnern, jetzt lüfte ich geschwind, dann kann ich es für mich entscheiden. Und das ist für mich halt so was Wichtiges oder so ein Maßstab geworden, zu sagen, okay, das mache ich oder das mache ich nicht. Wenn es ein super schöner Tag ist und es noch 13, 14 Grad hat, dann setze ich mich mit dem Bademantel neben der Sauna hin draußen, dann wird es gehen. Wenn es 4 Grad minus hat, bleibt. Okay. Ja, also man kann sich dann überlegen, soll man das wirklich machen oder was für eine Strategie könnt ihr dann tun, dass man in die Therme fahren kann, zum Beispiel. Ja? Genau. Gibt Fragen? Rein in den Chat. Es kann auch nicht sein, dass ihr keine Fragen habt. Also ich könnte Barbara durchlöchern mit Fragen. Also rein in den Chat, fragt einfach nach und traut euch. Oder Barbara, gibt es für dich, dass du nur unbedingt was sagen oder dürfen wir Fragen stellen? Ja, unbedingt Fragen stellen, aber ich habe auch noch einen Punkt gefunden, über den ich noch mal was reden kann. Oder eine Frage, die vielleicht auch noch gekommen wäre, ist die Frage, wie schützen uns Einweghandschuhe? Weil das ist ja auch in verschiedenen Institutionen, auch wird es unterschiedlich gesehen. Was kann der Einweghandschuh oder was kann der Einweghandschuh verhindern? Und da geht es für mich darum, gut zu überlegen, was möchte ich? Möchte ich mich schützen oder den Mitarbeiter schützen? Möchte ich aufpassen, dass ich nicht, weil ich viel angreifen muss, vermeintlich Schmierinfektionen verbreite? Das Problem beim Handschuh ist, dass man auf den Händen genauso schnell schwitzt wie überall sonst. Und jeder weiß, bei welchen Temperaturen oder bei welchem Gewand und so weiter er zu schwitzen beginnt. Ich zum Beispiel weiß für mich, wenn ich 20 Minuten im Haushalt irgendwie putze oder so, sind die Handschuhe darunter nass und feucht. Und das ist dann die große Gefahr. Dass ich beim Ausziehen die Hände im Grunde schmutzig habe. Ich muss die Hände nachher waschen und ordentlich abtrocknen und dann wieder neue Handschuhe anziehen. Also der Handschuh ist kein Heilmittel, dass irgendwas nicht weitergetragen wird. Es ist nur eine Barriere, auf der es dann wieder weitergetragen wird. Mhm. Genau. Eine Frage, und zwar von der Elisabeth. Wie schaut es aus mit gemeinsames Kochen in der Küche mit Jugendlichen? Platztechnisch sind keine 2 Meter Abstand möglich. Also im Jugendzentrum tut man ja gerne miteinander kochen. Das ist so, ja. Schön. Wie groß wäre die Gruppe? Ist das, also das, zwei oder drei Fragen. Wie groß ist die Gruppe? Und ist die Küche zum Beispiel in einer Länge oder ist es ein Arbeitsblock, um den herum wir stehen? Wenn das mit Mund-Nasen-Schutz passiert, also kann ich mir schon vorstellen, dass ich das gemeinsame Kochen, dass ich das versuche durchzuführen. Da darf halt niemand dabei sein, der jetzt auch krank ist oder wenn sich jemand unwohl fühlt oder so, dann sollte nicht dabei sein, aber wenn man sagt, man versucht es jetzt eine halbe Stunde lang, irgendwelche Vorbereitungen, vielleicht gibt es auch andere Räume, wo man dann Petersil schneiden kann oder die Erdäpfel schälen kann, also auch da ein bisschen vereinzeln, also aus der Gruppe heraus vereinzeln manche Tätigkeiten. Und mit Mund-Nasen-Schutz, das würde ich auf jeden Fall machen. Da war aber jetzt noch eine Frage. Ich kann das immer nur ganz kurz lesen. Ja, also jetzt ist wieder eine neue Frage gekommen. Sie hat nur dazu geschrieben, es ist eine längliche Küche. Sie müssen also nebeneinander stehen. Aber ich glaube, du hast das jetzt trotzdem beantwortet. Okay. Eine neue Frage ist dann auch wieder da. Ah, das ist eine super Frage, finde ich. Also sind alle Fragen super. Aber die hätte ich vielleicht nicht mehr angestellt. Muss ich beim Kartenspielen jede Karte nach dem Spiel desinfizieren oder reicht es, wenn alle Spieler vor dem Spiel die Hände desinfizieren?
Also die Karten müssen sicher nicht nachher desinfiziert werden, vorher ordentlich Hände desinfizieren oder Hände waschen, also eine ordentliche Händehygiene. Und nein, die, nicht essen dabei, nicht also snacken oder so, ja, sondern wirklich die Konzentration aufs Kartenspiel. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich sonst immer wieder die Hände zum Mund nehme. Ach so, ja, klar. Mir sicher. Genau. Okay. Also das ist auch etwas. Essen ist eine selektive Tätigkeit, die mit keiner anderen Form der Beschäftigung in solchen Gruppen stattfinden sollte. Der isst, isst. Wir versuchen es auch, also wir haben sehr kleine Sozialräume, wir versuchen auch so, dass man beschränkt, dass jeder Zweite isst und die anderen, wenn trotzdem noch zwei andere im Raum sitzen, haben Mund-Nasen-Schutz und dann macht man es umgekehrt. Bei, in den Arbeitsräumen kein Essen, kein Trinken, keine, bei der Dienstübergabe kein Essen, kein Trinken. Das sind ziemliche Einschnitte. Für unser Personal ist das ein ziemlicher Einschnitt, weil man ist in den Dienst gekommen, hat sich einen Kaffee runterlassen, hat gefragt, wie war der Nachtdienst und dann hast du die Dienstübergabe gekriegt. Und das machen wir nicht mehr. Also der einen Kaffee trinkt, ist im Sozialraum, aber nicht bei der Dienstübergabe. Ja. Ja. Welche Fragen habt ihr noch? Rein in den Chat mit euren Fragen. Aber die Kartenspielfrage finde ich super, weil die habe ich mir auch schon öfters überlegt, wie denn das so sein kann, muss, soll. Ja? Adi Nadine schreibt, und zwar, wie soll man das mit dem Desinfizieren von den Controllern bei der Xbox oder bei der PlayStation am besten handhaben? Dass die Jugendlichen selber ihre Controller, da kann ich nicht weiterlesen. Ja, dass die Jugendlichen selber ihre Controller desinfizieren, hat bei uns nämlich gar nicht, genau gar nicht funktioniert. Ja? Also. Really? Oh, okay. das heißt, ihr habt Tücher gehabt und Desinfektionsmittel und mit dem haben sie das selber desinfizieren müssen und das haben sie einfach nicht gemacht. Okay, ich sehe die Frau Schenk nämlich gerade. Ja. da geht es schon darum, also wie möchte ich Prozesse aufstellen? Und wenn der Prozess Controller für jemanden, damit er spielen kann, wie bekommt er den? Der endet nicht, er lässt ihn liegen und desinfiziert nicht. Es muss ein Regelwerk geben, wo man sagt, auch das Reinigen dieses Controllers ist jetzt wichtig und gehört dazu. Also hygienisch ist es keine Frage, es muss sein. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Aber dass jemand sagt, er macht es nicht, ist fahrlässig. Also einfach ein Konzept überlegen, wie man das entscheidend macht, und damit das funktioniert. Ja, also ich tue mir jetzt ein bisschen leichter, weil ich sage, bei uns machen das dann natürlich die Kindergartenpädagoginnen für die Kinder. Ja. Aber im Jugendzentrum ist das ganz anders. Gell? Also das ist ja. Die sind genau. In eigenen Räumen oder was auch immer. Also es ist jetzt genau. Ganz anders. Aber da muss man sich einfach echt überlegen. Vielleicht, Nadine, vielleicht kannst du nachher mit anderen noch quatschen, wie die das vielleicht tun. Vielleicht haben welche Ideen, wie sie das im Jugendzentrum genau. Gut funktioniert. Ja. Tina hätte noch eine Frage. Also Nadine, ist das für dich okay oder willst du noch weiter? Deine Frage ist jetzt somit passt. Okay. Der Matthias schreibt aber jetzt, bevor ich der Bettina ihre Frage mache, der Matthias sagt, reicht es nicht, wenn man die Hände vorm Spülen einfach desinfizieren lässt? Wegen den Controller, brauche ich die Controller dann überhaupt noch desinfizieren? Also wenn ich weiß, wie meine Kinder spielen und auch einmal schwitzen dabei und ich weiß nicht was, dann soll schon gereinigt werden. Okay. Ja. Okay, danke.
Jetzt kommt die Bettina. Bettinas Frage, auch aus einem Jugendzentrum, ist, bringt das Fiebermessen vor dem Eintreten etwas? Weil jeder Erkrankte hat ja nicht Fieber. Genau. Wir haben, ich glaube, wir messen erst seit 1,5 Monaten Fieber im St. Anna Kinderspital, weil wir uns da dem beugen haben müssen, dass wir ständig gefragt wurden, warum messen ihr nicht Fieber? Weil alle Fieber messen. Aber es ist komplett, also es hat keinen Nachweis darüber oder die Chance, dass ich tatsächlich jemanden finde, der Covid-positiv ist nicht gegeben. Vor allem jetzt. Also wir haben zwar Thermometer, die die Umgebungstemperatur korrigieren, aber wenn es jetzt kalt wird, wird die Chance, dass man jemanden findet, einfach geringer. Es ist eine Vorgabe des Gesundheitsministeriums in vielen Bereichen, in vielen Bereichen einfach. Und die Sinnhaftigkeit ist nicht bewiesen. Es ist tatsächlich so. Ja, gute Frage. Weitere Fragen rein in den Chat mit euch, bitte. Also wenn Sie Fragen habt. Manchmal hat man so viele Fragen, aber genau dann weiß man sie nicht, gell? Also wenn man sie richtig stellen könnte, dann ist es so, dass es nicht einfällt. Ja? Aber ich habe einen Hinweis. Auf meiner Präsentation ist auch eine E-Mail-Adresse und ihr könnt mir die Fragen auch einfach wirklich im Nachhinein einfach die Frage schicken. Und ich find ganz sicher eine Antwort oder ich weiß, wenn ich fragen könnte oder irgendeinen Literaturhinweis, wo man nachlesen kann. Und genau. Super, danke, weil das passiert mir ganz oft, muss ich sagen, dass Ja, ich eh, Fragen mir habe auch. und die am Schluss dann Genau. waren. Genau. Danke, Barbara, dass du dir da zu Wart, verbinden. wart, 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 Es wart. steht wieder was Neues. Buffet Buffet. essen bei Kindern in der Schule. Okay, Buffet essen bei Kindern in der Schule. Wie, Elisabeth, was meinst du damit? Meinst du eigentlich irgendwie, wenn jeder zum Buffet hingeht und sich jeder selber nimmt, wie dramatisch das ist oder so? Was, also, das würde ich jetzt interpretieren. Aber vielleicht, Elisabeth, schreib, was du genau meinst. Gell? Oder es ist die Frage, ob es die Buffets, diese Cafés-Buffets in den Schulen, wie weit die, weil die sind ja sehr limitiert. Und soweit ich weiß, sind das Limitierungen aus dem Präventionskonzept vom Wissenschaftsministerium. Ja, also da kann man selten was noch dazu beitragen, weil die einfach sehr ans Wissenschaftsministerium ja, also ge gekoppelt sind. Ja, sie meinte, Elisabeth, mit den Schulbuffets kann das hygienisch ablaufen. Na, nein. Nein. Okay. Danke, großen Buchstaben. Okay. Nein. Die Natalie hätte, also Elisabeth, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was hilft, aber das ist die Antwort dazu. Wenn du noch was dazu sagen willst oder so, dann kannst du gerne in den Chat schreiben. Nathalie hat noch seine Frage, und zwar zählen übergewichtige Menschen auch zur Risikogruppe? Zur Risikogruppe, die in irgendeiner Art und Weise freigestellt wird, nicht. Aber durch die Veränderungen, die im Körper durch das Übergewicht passieren, schon. Also Übergewichtige, auch Kinder und Jugendliche, haben ja oft schon eine Probleme in der Leberverfettung oder auch Probleme in der Lunge. Und dadurch steigt einfach die Gefahr, mit bestimmten Symptomen schlechter umgehen zu können. Das Schwierige ist, man kann dieses Virus nicht einschätzen. Also ich habe eine Freundin, die ist eine Physiotherapeutin, die ist eine Sportlerin, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr, die versucht seit 2,5 Monaten wieder auf die Füße zu kommen. War unfassbar, ja, unfassbar. Wir haben Gott sei Dank im Haus bis jetzt erst zwei Mitarbeiterinnen. Die eine war ziemlich krank, das war ein gescheiter Infekt, die
hat 3 Wochen Krankheitsphase hinter sich, aber kommt jetzt wieder zur Arbeit und der geht's gut. Die andere hat nur einen Geschmacks- und Geruchsverlust gehabt und sonst ist nichts gewesen. Also es ist so, es ist teilweise wirklich ganz schwer, was vorauszusagen auch. Genau. Barbara, es wäre bei meiner Uhr, also einer von meinen Uhren, Zähne. einer von meiner fast auch. Aber es gibt jetzt eine Frage noch. Wie eine mit, Frage. Und genau, zwar, mit gemeinsamen Autofahrten aus. Autofahrt zu fünft in einem Autobus, okay. Autofahrt zu fünft in einem kleineren Auto, schwierig. Und Autofahrt also, in einem Bus, einen gemieteten Bus, einen großen, aber trotzdem cool? Nein, also ich habe keine Raumlüftungshygiene. Da wird gegessen und getrunken drinnen, nein, nicht. Das ist ja auch mit ein Teil dieses Sozial, ich habe es geliebt, auf irgendwelche Jungscherlager und sonst irgendwo hinzufahren, aber nicht wegen dort, sondern wegen der Fahrt. Also schwierig, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Es bringt mir nichts, wenn ich eine Jugendherberge alleine für meine Schulklasse, sage ich jetzt ein bisschen überzogen, gemietet habe und im Zug mit zig anderen dann 5 Stunden dorthin fahre. Also, wenn es irgendwie vermeidbar ist, gemeinsame Autofahrten nur mit Haushaltsangehörigen. Ja. Jetzt kommen die Fragen. gut. wenn die Fahrt kurz ist, 20 Minuten, ist es so, dass auch da wissen, wenn einer davon in diesem Auto ein Superspreader ist, dann hat der Kontakt wahrscheinlich von 1,5 Minuten gereicht. Also empfehlen kann ich es nicht. Ja? Es geht nicht momentan. Die Frage von Christoph. Wie geht man damit um? Wir versuchen alle nach bestem Wissen und Gewissen alle möglichen Hygienemaßnahmen und Empfehlungen umzusetzen. Und dann sieht man, wie die Jugendlichen zu dritt aus der gleichen Trinkflasche trinken. Um nur ein Beispiel zu nennen. Kinder tragen am Weg in die kleinen, in die Klasse Mund- Nasenschutz und stehen dann nach der Schule in großen Amtssammlungen beieinander. Ja, sehen wir leider genauso. Ist wahrscheinlich ganz egal, in welchem Bundesland, in welcher Stadt oder sonst irgendwo, wenn das kein, es werden Masken getauscht, wie also Tamagotchi, Bärlein oder sonst irgendwas. Das ist echt schwer. Und es ist so eine neue Kultur, die Kinder und die Jugendlichen auch lernen müssen. Meine Mama hat einmal gesagt, weißt, meine Eltern sind beide 80, und meine Mama hat gesagt, weißt, für uns ist das jetzt ein Schmoren, weil mein Papa, ich kann nicht aussehen. Aber Barbara, was war denn im Krieg? Es hat geheißen, Fliegeralarm, und du hast gewusst, die nächsten 5 Stunden bist im Keller. Und das hast du gemacht, da hat es keine Diskussionen gegeben. Das kennen wir nicht mehr, Gott sei Dank. Das kennen unsere Kinder nicht mehr. Also diese Konsequenz von Maßnahmen und die Auswirkungen von Maßnahmen, wenn ich sie eben nicht mache oder wie ich sie mache, ich glaube, das ist etwas, wo es schon an uns Erwachsenen allen, an Ihnen genauso wie an mir liegt, da nicht besserwisserisch, sondern eben pädagogisch wertvoll, begleitend aktiv zu bleiben, sagen wir so. Genau,